Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Resident Evil 7 mit einem kleinen Extra-Minispiel. Jacks 55. Geburtstag steht an und wir müssen ihn dementsprechend ein wenig füttern, ihm ein paar Geschenke bringen und ich hoffe, dass er zufrieden ist am Ende des Tages. Let's go! So, da haben wir das Gästehaus, das Versuchsgelände 1, das Haupthaus, das Gästehaus 2. So, und da gibt es auch jeweils immer eine zweite Stufe. Let's go! Machen Sie Jack fett. Bringen Sie Jack Essen und füttern Sie ihn. Je schneller Sie ihn pappsatt machen, desto höher wird Ihr Rang sein. Feinde töten, Zeit verdienen. Sie können den Countdown für eine Weile anhalten, indem Sie Gegner angreifen und töten. Erledigen Sie Gegner schnell, um eine bessere Abschlusszeit zu erreichen. Ran an die Fähigkeitenobjekte. Fähigkeitenobjekte haben positive Effekte, wenn Sie sie bei sich tragen. Tragen Sie aber zu viele davon, haben Sie im Inventar keinen Platz für mehr Essen. Versiegelte Türen öffnen sich erst, nachdem Sie bestimmte Gegner erledigt haben. Finden und töten Sie diese Gegner, um im Spiel voranzukommen. Okay, heute ist Jacks 55. Geburtstag. Zur Feier des Tages hat die Familie ein besonderes Mahl zubereitet, aber das reichte dem gefräßigen alten Jack nicht. Und da kommen Sie ins Spiel. Finden Sie die über das Areal verstreuten Mahlzeiten und bringen Sie sie Jack, um seinen Hunger zu stillen. Als Mia. Oh Gott, da sitzt er ja schon. Mit einem Partyhut und mit einer roten Nase, wie geil. Über das Areal verteilt können Sie verschiedene Arten leckerer Mahlzeiten finden. Sammeln Sie die Mahlzeiten ein und bringen Sie sie Jack. Sie können Jack füttern, indem Sie eine Mahlzeit an Jack benutzen. Jedes Mal, wenn Sie Jack füttern, wird sich ein Zufriedenheitsbalken füllen. Sein Zufriedenheitsbalken. Was dauert das so lange? Füllen Sie diesen komplett, um den Abschnitt abzuschließen. Let's go. Okay. Noch geht's nicht los. Are you ready? Was tragen wir bei uns? Schafft das Essen in meinen Bauch. Alter Falter. Okay, Zeitbonus. Auch das ist etwas, was man mehrmals spielen kann. Raufbold maximiert die Nahkampfangriffskraft. Verringert aber die Verteidigung stark. Ah, die schalten wir erst frei, wenn wir gewisse Dingens machen. Ziele erfüllen. Ich versauere hier. Nehmen wir mal die Pistole. Ja, so viel Munition brauche ich wohl nicht. Beginne ich das Spiel hier? Okay, hier kann ich ihn füttern. Ich muss erst rausrennen, dann beginnt die Zeit. Let's go. Okay. Cool, Gewürz. Ist da schon jemand? Oh, Mann. Nein, nicht euer Ernst. Oh, hier geht's nicht weiter. Schafft das Essen in meinen Bauch. Ach so, Moment. Okay, Gewürz kann ich ihm nicht einzeln geben. Da war, glaube ich, noch ein Zettel, den ich hätte lesen können. Ich muss ja sagen, ich liebe so Modi. Die Musik ist auch super. Billigwein. Ja, Rang S wird schwer beim ersten Mal. Oh, was haben wir hier? Eine Waffe? Oh oh. Ach, die Pistole habe ich für eine bestimmte Zeit. Bekomme ich hier mehr Bonuszeit? Ja. Nein.
Okay, ich komme gleich wieder. Oh oh. Geil, ich wippe gerade mit der Musik mit. Super. Bam, direkter Kopfschuss. Ja, tut mir leid, ich komme. Om nom nom. Ich hätte es ihm doch geben können. Ich war im falschen Menü. Aber anscheinend kann ich das irgendwo mit kombinieren. Was ist das für ein Mist? Boah. Was zum Teufel ist das? Okay, anscheinend darf ich ihm das Gewürz nicht einfach so geben. Es nimmt zwei Slots ein. Ist aber nicht so nett, alles wieder auszukotzen, mein lieber Jack. Egal, zur Hälfte der Hunger gestillt. Oh Mann. Also, Evelyn hat doch durchaus ihre Vorzüge, wenn man mit der lebt. Ist voll lustig. So, guten Abo. Okay, genügend Munition dürften wir haben und hier unten können wir auch nochmal vorbeischauen. Boah. Hallo, mein großer Kollege. Ah. Einige Mahlzeiten können kombiniert werden, davon bin ich ausgegangen. So, wahrscheinlich Hähnchen mit Gewürz. Ja. Was haben wir hier an der Wand eigentlich? Das sind wahrscheinlich die Punktzahlen, genau. Sauber. Verdammt lecker! Das ist großartig. Mehr doch. Oh, ich glaube nicht, dass ich noch mehr essen kann. Nee, ich krieg hier... Achso, das ist... Schade, ich dachte, der Zeitbonus wird noch dazu gerechnet. Bonus für Rang C. Verteidigung 1 und Feuerkraft 1. Versuchsgelände 1 haben wir freigeschaltet. Und Hellseherei haben wir bekommen. Zeitbonus Alpha minus 1. Für den A-Ring. Es sind auf jeden Fall Modi, die mega lustig sind. Können wir im Versuchsgelände schauen. Ist auch ein bisschen offeneres Areal, das heißt, man kann eventuell so ein bisschen... Mr. Everywhere können wir auch zerstören. Und wir können unseren Zeitbonus verdoppeln. Das klingt gut. Ja, ansonsten, hier hat man ein etwas offeneres Areal, da kann man ein bisschen besser mit zurechtkommen, wo man jetzt vielleicht einem Gegner ein bisschen ausweicht, weil man vielleicht wartet, dass sie sich sammeln und dann kann man alle mit der Schrotflinte auf einen Schlag... oder auf einen Schuss erledigen. So, Blaster. Wenn sie eine Laserpistole aufsammeln, können sie für kurze Zeit sorglos draufschießen. Der rote, Moment, der blaue hat eine starke Schusskraft, der rote verfügt über Schnellfeuer und erhöht auch das Bewegungstempo. Das ist cool. So, er sitzt hier. So, hier mal lesen. Wenn du deinen Job gut gemacht hast, belohne ich dich mit Fähigkeiten. Fähigkeiten sind... Wie soll ich es erklären? Tja, Dinge, die eine Wirkung haben, wenn du sie trägst. Okay, gut, also ich muss die Dinge auch schon bei mir tragen, oder wie? Ich versauere hier! Sowas wie Hellseherei oder Feuerkraft. Okay, das belegt einen Slot.
So, die Waffe lege ich mir mal oben hin. Zeitbonus. Ich hab Hunger. Was dauert das so lange? Hey, ich gehe mal davon aus, dass ich damit ein ganz gutes Set hätte. Moment, wo komme ich denn hier hin eigentlich? Soll ich ein bisschen Munition zurücklegen? Ja, sorry, dass es gerade einen Moment dauert, aber man muss das Ganze taktisch angehen. So. Okay. Schön. Auch hier, ich würde versuchen, erstmal alles einmal durchzuspielen, um hier gute Fähigkeiten freizuschalten. Also viele Fähigkeiten erstmal. Und langfristig fahren wir nochmal zurück in die alten Gebiete. Feuerkraft hat sich auf jeden Fall mal gelohnt. Da war eine Tür, die ich nicht aufmachen konnte. Da muss ich bestimmte Gegner töten. Oh oh. Sauber. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Ich muss es mir später mal in Ruhe durchlesen. Aber jetzt erstmal alles kombinieren, was geht. Sehr schön, die blaue Pistole. Da ist eine Flasche. Bisschen was kann ich noch aufheben. So, jetzt ist der Bonus auch weg. Oh nein! Ah, man wechselt nicht automatisch zur alten Pistole. Oh, was ist mit dem passiert? Egal. Na gut, kann ich nicht kombinieren. Ich kann was anderes machen. Nein, es passt nicht drin rein. Egal. Ein S-Rank wird's auch hier nicht. Hauptsache, wir grooven ein bisschen mit. Ah, wer weiß. Frag mich, wie es ist, wenn ich 8,58 am Ende noch Zeit hätte und dann noch 2 Sekunden als Bonus, die nicht abgelaufen sind, weil ich davor viele Gegner in Folge gekillt habe. So, komm her. Das ist großartig. Mehr davon. Boah. Was zum Teufel ist das? Leckeres Gewürz, mein Lieber. Für dich. Nur für dich. Okay, merke ich mir, falls ich nochmal ins Gebiet zurückkomme. Erst hier oben hin. Weil man hier den Typen findet, der die blaue Tür öffnet. Hi. Ach, wir sind wieder hier, oder was?
wir sind echt nah dran, hier den Kerl zu sättigen, glaube ich, mit allem, was wir haben. So, ein bisschen was kombinieren. Ja, komm schon. Das ist großartig. Mehr davon. Ein wahrer Feinschmecker. Na, die gelbe Tür müsste ich hier noch aufmachen. Ich weiß nicht, was in der blauen ist, sonst würde ich da nochmal kurz vorbeischneiden. Waffen mit wenig Schaden sind cool. Dann bekommst du tendenziell ein bisschen mehr Zeitbonus. Wow. Aber für den Kill gibt's weniger. Und auch so gibt's ein bisschen weniger, aber in Summe glaube ich trotzdem ein bisschen mehr als sonst. Okay. Schnell zurück. Noch eine halbe Minute Zeit haben wir. Brauche ich mal den roten Blaster, durch den man schneller laufen kann. Komm schon! 20 Sekunden ab jetzt. Yes. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr essen kann. Huh, gerade so noch geschafft. Wucht 1, Haupthaus 1 und schnelleres Nachladen. Okay, Beta minus 1, Zeitbonus. So, ich würde sagen, wir können noch eine dritte Runde wagen, weil es so schön war. Haupthaus 1, das soll am längsten sein. Oder ich könnte nochmal ins erste Gebiet gehen, was ja auch tendenziell etwas länger ist, aber da wissen wir ja schon, wo wir etwa entlang gehen können. Essen kombinieren. Okay, gut, das weiß ich. Ja, die Frage ist, ich habe das jetzt nie beobachten können in der Mangelung der Zeit. Natürlich versucht man ja immer schnell hin und her zu rennen. Ich habe nicht beobachten können, ob er, wenn er sich nach dem Gewürz übergibt, der Balken wieder ein bisschen zurückgeht oder ob es so bleibt und ob es ihm einfach nur nicht schmeckt. Ja, weil im Endeffekt, er frisst sich voll, aber er spuckt es ja wieder aus. So, ansonsten, es ist ein sehr lustiger Modus, wie ich finde. Könnt ihr mal auch schreiben, was ihr von dem haltet. Das ist halt ein ganz krasser Kontrast zum Hauptspiel, ne? Aber genau sowas finde ich auch geil. Okay, das Areal scheint etwas größer zu sein. Gut, erstmal Hellseherei lässt sie sehen, wo sich Objekte befinden. Was prinzipiell schon ganz gut ist, aber so, Beta minus 1 erhöht ihren Zeitbonus, wenn sie einen Gegner töten. So, wo sind wir denn eigentlich nochmal genau? Ach, im Haupthaus, okay. Oh Mann. Ja, das dauert so lange, denke ich mir bei dem Gegner gerade auch. Cool, jetzt ist er einfach nur verschwunden. Ach, komm schon. Ich versuch's.
hier ist ja alles durch Türen abgeschlossen. Okay, also das Haupthaus ist schon nicht leicht. Beziehungsweise beim allerersten Run, behaupte ich jetzt mal, findet man die wenigsten, bekommt man den schlechtesten Rank hier. Hier ist ja alles abgeschlossen, Mensch. Wow. Oh nee. Auch dein kleines Bäuerchen. Ja. Moment, ich würde mal sagen, wir können mal einen anderen Abschnitt wählen. Das Areal müsste man, wenn schon, ein bisschen gründlicher untersuchen, damit man hier gut zurechtkommt. Gehen wir nochmal ganz kurz ins Gästehaus 1 und schauen mal, wie wir uns hier weiterentwickelt haben im Laufe dieses, der letzten halben Stunde, dieser letzten Session hier. Ich glaube vor allem Feuerkraft hilft weiter und darüber hinaus natürlich die Kenntnis, wo was versteckt ist. Ich finde es aber auch gut, dass mit dem Zeitbonus, nämlich... ja, erfordert das jetzt so ein bisschen, dass man natürlich die Gegner auch besiegt und nicht einfach vorbeiläuft. So würde man es bei Speedruns ja machen. Aber das ist so eine Komponente, die es natürlich erfordert, dass man hier natürlich ein bisschen mehr macht. Okay, das ist recht viel. So, ich überlege mal, wo ich als erstes hin will. Lege ich mir wie immer oben hin. Also wenn man jetzt nur Headshots verteilen sollte, dann ist Alpha minus 1 ja egal. Ich hab's verstanden, Mensch. Ich vermute auch mal, dass man mit Messerkills richtig gute Zeitboni bekommt. Muss man wie gesagt alles nochmal austesten, aber... Nein, das kann man alles nicht kombinieren. Ich hätte eventuell die Munition von mir ablegen können, aber... Okay, man muss mit ein bisschen mehr Plan durchlaufen hier. Eieiei. Wie widerlich auch die Fressanimation von ihm ist, ne? Kann's nicht anders sagen. Es wird auch hier schwer, glaube ich.
Das ist großartig. Mehr davon. Nein, ach so. Ja, wir sind nah dran. Ich glaube, diesen einen Raum kann ich ruhig auslassen mit den Gewürzen. Nein! Nicht euer Ernst! Das ist kaum noch was. Yo! Okay, Leute. Nicht persönlich nehmen, ne? Ich will hier eigentlich nur was zu essen. Okay, lass mich bitte durch. Wir können später spielen. Ich verspreche es dir. Okay, der Zeitbonus wird verdoppelt, hieß es. Auf was bezieht es sich? Weil von meinen aktuellen Zeiten wurde nichts verdoppelt. Let's go. Oh, ich glaube nicht, dass ich noch mehr essen kann. Vielleicht das, was ich als Gesamtzeitbonus hatte? Nein. Okay, ich probiere es noch einmal. Aber es war schon wieder ganz gut. Also jetzt nur noch 15 Sekunden entfernt von S. Ich bin mir sicher, es gibt global Leute, die hier fast 15 Minuten haben, einfach nur. So, ich nehme mir die ganz normale Pistolenmunition mal raus. Okay, was mache ich als erstes? Jetzt überlegen wir mal ganz kurz, bevor wir loslegen. Was machen wir als erstes? Gehen wir hoch? Machen wir. Weil da kriegen wir auch einen tollen Zeitbonus. Nee. Ja, ich brauche am Anfang gar nicht mal so viel Schuss. Ich brauche am Anfang nur 10 Schuss für die Pistole. Jegliche Munition, die ich mitnehme, raubt mir einfach zu viel Platz. Plus die blaue Pistole kostet auch einen Itemslot. Kleinigkeiten, die aber viel ausmachen können. Doch, schneller nach, du möchte gern Agentin. Das ist großartig. Mehr davon.
Okay, ich nehme an, das reicht noch nicht. Ja. Was zum Teufel ist das? Ich muss gar nicht in den nächsten Raum. Wir kriegen die 14 Minuten definitiv hin. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Ich glaube nicht, dass ich noch mehr essen kann. Ich auch nicht. Cool. Raufbold. Boah, geil. Ja, auch hier können wir gerne hin und wieder nochmal reinschnuppern. Wir haben jetzt verschiedenste Sachen auf der Website von RE.net. Ach, komme ich da ins Hauptmenü? Ja, also ich bin mir ziemlich sicher... Oh, SS gibt's auch hier. Eieiei, das ist ja... Moment, man hat 15 Minuten Zeit überhaupt. Okay, also es gibt Leute, die maximal 5 Sekunden Zeitverlust haben. Wahrscheinlich machen die das wieder wett, indem sie diesen fetten Zeitbonus oben holen und dann managen die das alles ein bisschen besser als ich und sparen sich diese eine halbe Minute hin und her nochmal zu laufen, um den Billigwein zu holen. Aber ansonsten, ey, wieder ein ziemlich, ziemlich geiler Modus, wie ich finde. Das ist sogar, ich finde es sogar geiler als Albtraum. Es kommt ein bisschen aufs selbe hinaus, aber das hier, finde ich, macht mehr Spaß, weil das ist mal ein bisschen auch was Lustigeres. Das ist was, auch mal eine andere Stimmung vermitteln kann, weil Albtraum war wirklich ein Albtraum. Ansonsten 21, da können wir auch definitiv nochmal vorbeischauen und das werden wir auch nochmal zocken in der nächsten Zeit. Ansonsten überlege ich im Livestream, der jetzt zum Videoveröffentlichungszeitpunkt wahrscheinlich morgen kommt, ab Sonntag, Resident Evil 4 entweder zu zocken oder Outlast. Eins von beidem, schön im Horrorfieber gerade. Und weiß nicht, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr euch mehr wünschen würdet. Ich tendiere eventuell einen Ticken mehr zu Outlast. Resident Evil 4 ist halt ein bisschen in die Jahre gekommen und das soll bald eine geile Mod geben, wodurch man richtig krasse Texturen und so hat. Und die würde ich dann erst installieren wollen, bevor ich das dann angehe. Ansonsten, ja, wie gesagt, eure Meinung gerne in die Comments und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Razy. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Däumchen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Bis denne.